Also wir haben heute Morgen um 11 Uhr schon die offizielle Einweihungsfeier, Einweihungsveranstaltung der Stadt Gera bei uns sozusagen durchgeführt in der Aula und hier im Atrium. Der Ministerpräsident von Thüringen war da, der Minister für Bildung, Herr Holter, ebenso. Es war eine sehr würdevolle und sehr schöne Veranstaltung, weil es einfach ein sehr schöner Grund ist. Und unsere Schüler der Musikspezialklassen haben das musikalisch wunderbar abgerundet. Meine liebe Frau Wahlstabe, liebe Schülerinnen, Schüler hier vom Gymnasium Ruthenäum seit 1608. Ich glaube, das ist für euch, für uns alle, für die Lehrerinnen und Lehrer, für alle Pädagogen, für alle, die hier in dem Haus arbeiten, ich würde sagen, einfach nur ein geiler Tag heute. Offiziell für euch schon seit ungefähr einer Woche oder anderthalb, 6. September ging es hier los. Ich habe jetzt eine echt coole Sache dabei, nämlich den offiziellen Schlüssel hier für die Schule, den ich Frau Wahlstabe überreichen darf. Man hat mir jetzt so einen Redezettel, das ist ungefähr 34 Minuten vorbereitet. Den würde ich jetzt mal weglassen und würde einfach nur sagen, dass wir die Dahlienkönigin aus Bad Kösritz herzlich willkommen heißen hier. Ich wünsche der Schule alles, alles Gute. Jeder Einzelne von euch, alle haben es verdient, dass wir das endlich geschafft haben nach über 10 Jahren. Ich wünsche uns heute eine tolle Party. Ich glaube, es gibt ein cooles Programm, worauf wir uns alle freuen können. Ich sage danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zu eurer Schule steht. Danke an den Förderverein, der so viel Gutes für die Schule macht, so viel Geld in die Hand nimmt, immer und immer wieder, dass es läuft. Und ich übergebe jetzt den Schlüssel für den Campus Ruthenäum seit 1608 offiziell an Frau Wahlstabe. Und dann gehört die Schule ganz euch und Frau Wahlstabe. Herzlichen Glückwunsch. Recht vielen Dank, Herr von Arp. Der schönste Moment überhaupt. Ich nehme diesen Schlüssel sehr gerne in Empfang. Auch ich möchte mich nochmal anschließen an die Worte von Herrn von Arp. Auch ich möchte nochmal sagen, jetzt sind mehr Eltern da. Wenn Sie noch nicht Mitglied in unserem Förderverein sind, werden Sie es bitte. Er ist unsere rechte Hand, unterstützt viele Schulprojekte. Und auch ich möchte einfach nur allen Anwesenden jetzt einen schönen Abend wünschen. Das Wetter passt. Wir haben es verdient. Viel Spaß. Das nächste Highlight ist geografisch da zu sehen, dass wir diese wunderschöne Skulptur hier haben. Das ist bei weitem nicht das Ergebnis der Arbeit der Stadt, sondern Herr Lorenz und der Lions Club, die haben Geld gesammelt, die haben viel Geld gesammelt, um das zu ermöglichen, denn die Skulptur an sich, die wunderschönes aus meiner Sicht, stammt von Volkmar Kühn, ein wirklich anerkannter Künstler aus der Region. Und insofern waren wir als Stadt und ich ganz persönlich als Oberbürgermeister der Stadt gemeinsam auch mit der Schulleitung sehr dankbar, dass wir mit dem Lions Club einen Partner gefunden haben. Herr Lorenz, für den gesamten Lions Club ein großes Dankeschön für die großzügige Spendestiftung der Skulptur von Volkmar Kühn. Liebe Schüler, ist es soweit? Lockert eure Luftballons. Ja.